Metal Leute, ja, servus und herzlich willkommen. Ja, beim kleinen Unboxing der Collector's Edition vom American Truck Simulator kann man ja unschwer erkennen. Heute ist sie angekommen und was man noch ganz unschwer erkennen kann, limitierte Auflage, ja, 7500 Stück gibt es insgesamt. Ich habe die Version bzw. das Produkt 354. Ich habe schon in den Kommentaren gelesen, andere hatte 2000 irgendwas. Gut, die werden scheinbar auch so rausgegeben oder keine Ahnung, wie sich das verhält. Auf jeden Fall, die 1 gab es gar nicht im Handel, die hat sich Simowelt schon mal so geschnappt. Also hat im Endeffekt sowieso keinen Wert. Und die 2 konnte man irgendwie gewinnen. Aber John Wayne ebenfalls hier noch. Der Aufkleber enthält Arizona und Nevada DLC. Wird nach offiziellen Steam Release der DLCs freigeschaltet. Okay, würde ich mal behaupten. Das Ganze ist eine relativ kompakte Box. Ich habe es mir vielleicht ein bisschen größer vorgestellt. Die Collector's Edition enthält, haben wir ja noch den Truck, Insta78, Schwendeposter und Sticker. Hurra, hurra, hurra. Und ansonsten noch hinten drauf, eigentlich sehr schön bedruckt, das muss man sagen. Hat zwar hier schon so seine Risse, Amazon sei Dank. Ein bisschen Dreck ist auch schon drauf, danke dafür. Sieht aber gar nicht so verkehrt aus. Haben sie sich Mühe gegeben, das muss man lassen. Haben sie sich mal Mühe gegeben. Gut. Das können wir hier öffnen und da gibt es sogar, wer hätte es gedacht, so einen Klettverschluss. Und nochmal sozusagen, es sieht wirklich sehr gut aus. Also muss man sagen, haben sie mal gut Geld investiert in die ganze Geschichte. Hier sehen wir schon mal unseren Truck. Ich bin mal gespannt, was für eine Qualität das Ganze haben wird. Sieht man das Ganze hier so ungefähr, wie ich es meine. Das ist wirklich sehr schön. Man kann zwar jetzt hier nichts mehr weitermachen, also sprich, jetzt geht es dann von, wie kann man das hier so öffnen? Ne. Ja, das heißt, wir gucken das Ganze hier oben an und da sehe ich schon, es ist Plastik bzw. Klebestreifen, was uns die ganze Sache hier mal wieder, ne, das ist alles noch für Frauen gemacht, die Fingernägel haben, das ist ganz schlimm, ganz, ganz schlimm ist das. Und dann auch noch, ach, dann auch noch. Ah! Okay, warte mal, habe ich eine Schere? Ich glaube, Moment, wir regeln das mit einer Schere. Das geht rein einfacher. Ja, suchen wir uns hier den Hohlraum. So, das hast du davon, Klebestreifen. So, dann öffnen wir das Ganze mal hier. So, und so, so sieht das Ganze aus. Klappen wir vielleicht nochmal auf hier. So, und holen uns den kompletten Inhalt hier mal so ganz sanft heraus. Na komm, ganz hier mit Schaumstoff, aber gut ausgefüllt. So, die Box ist leer, das freut mich, die stelle ich einfach mal, keine Ahnung, hier so hin. So, hier haben wir den Truck, gut, jetzt stört er mich dann wohl doch schon. Hier haben wir den Truck und erstmal einen Warnhinweis, Achtung, nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, scharfe Spitzen, welche Hautverletzungen verursachen können. Und hinten drauf eine Collage von, ja, wenn man das hier so sieht, Füße, oben ohne Boxershorts. Was haben Sie sich hierbei gedacht? Ist das irgendwie ein Wendeposter oder? Ich weiß es auch nicht. Es sieht so aus, als hätte man einen scheiße Poster, da druckt den Scheiß mal hinten drauf. Wir haben gerade nicht mehr. Interessant. Also das gibt irgendwie, ergibt das hier einen Zusammenhang, aber was genau, das weiß man nicht. Alles klar, also nicht für Kinder unter 3 Jahre geeignet. So, das ist hier im Endeffekt der Truck. Einmal der Trailer und dann dementsprechend die Zugmaschine. Und man muss sagen, es ist, wenn es mal jetzt Bild hält, wir haben hier ein Astragon Branding drauf, ja, wenn man es halt braucht. Das ist, ja, ihr seht, es ist lose, sehr, sehr lose, sehr, sehr lose. Es ist, auch der Auspuff hier ist sehr, sehr lose. Alles nur irgendwie über, ich sehe es gerade, über solche kleinen Drähte da gemacht. Qualitätstechnisch, ich bin da jetzt kein Profi. Es ist auf jeden Fall, na klar, Plastik in Wing, aber warte mal. Na, ist wirklich
So wirklich fahren tut er auch nicht, aber okay. Gucken wir uns da mal den Trailer an. Da haben wir einen American Truck Simulator. Jetzt sieht man das hier so, Branding drauf. Das ist auch im Endeffekt ein klar Plaste. Wie gesagt, vielleicht gibt es solche Sammler unter euch, die solche Trucks sammeln, die mir sagen können, ist das was Hochwertiges, ist das jetzt eher billig verarbeitet. Ich würde es jetzt mal selber so sagen, wie ich es herkenne, eher billig. So, jetzt haben wir das Ganze hier so schön rangemacht. Und das ist ein Kenworth, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, vom Modell her. Und da können wir dann hier im Endeffekt da unsere Reise antreten. Naja, ist auf jeden Fall ein netter Zusatz, qualitätstechnisch kann man sich drüber streiten, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Hallo! Und ja, denkt dran, erst ab 3 Jahren, wenn ihr jünger sein solltet, dann solltet ihr aber auch nicht meine Videos schauen. Würde ich jetzt einfach mal so ganz grob behaupten. So, das ist schon mal schön. Das legt man dann im Endeffekt mal kurz hier den Trailer wieder abmachen. Dann legt man hier mal wieder den LKW hinein. Die lag dazu alle drin. Jetzt ist der Zettel schon wieder runtergeflogen. Ich raste bald aus. So, legt man das Ganze mal hier so schön rein. So, bitteschön. Und dann nochmal den Zettel hier hinlegen, erst ab 3 Jahren zur Verfügung gegeben. So, also 3 Jahre. So, was ist da sonst noch drin? Logischerweise stinkt normal das ganz normale Spiel hier. Ja, das ist aber auch mit als Collector's Edition mit ausgeschrieben. Ich muss sie leider so oder so öffnen, weil Klicky bekommt von mir ja den Code. So. Entfernen wir mal dieses ganze Plastik hier, was wir nicht brauchen. Schadet alles nur der Umwelt. So. Und da ist gleich was rausgeflogen. Ich find's gut. So. Da ist erstmal was rausgeflogen und zwar das. Das ist ein Sticker. Ja, American Truck Simulator. Das ist auch noch ist ein runder Sticker. Das ist auch noch so ein runder Sticker, wie man jetzt hier so schön sehen kann. Auf Deutsch übersetzt könnt ihr euch an die nächste Laterne kleben. So, und ansonsten wäre jetzt gedacht, das Spiel auf CD. Obwohl es, gut, es wird so oder so über Steam installiert. Also sprich, es ist eine Steam-Pflicht dabei. Ne? Also ihr braucht so oder so Steam. Das ändert sich nicht dran. Dann ganz unschwer zu erkennen, Werbung für eine Internetseite. Also halt hier, Entschuldigung. Werbung für eine Internetseite. Ich werde jetzt nicht sagen, was das für eine ist. Na gut, steht ja da. edanvershop.org. Oh, Moment, da ist ein Code. Das muss ich gerade mal aufpassen, dass der nicht in die Kamera kommt. So, dann lasse ich das gerade mal weg, denn, genau, da ist ein weißer Zettel, da ist ein Code drauf und zwar der Steam Key, ja, da ist nur der Steam Key drauf, okay, kann ich also da getrost wegwerfen und hier halt Simuwelt und wir empfehlen Bausimulator Gold Edition, halt hier Bausimulator Gold, Bausimulator Gold Edition und natürlich auch City Economy. Empfehle ich euch nicht die Economy. So, und ansonsten natürlich hier noch das Poster. Ja, das ist mal wieder ein Wendeposter. Waldischen Ausmaßes, 30.000 mal gefaltet, sodass es dann an der Wand auch aussieht wie Humbug. So, und da haben wir hier, was ihr so ungefähr sehen kann, den Truck drauf. Und hier das American Truck Simulator Logo. Ja. Und hinten drauf halt einfach nur in Hochformat nochmal die komplette Karte, die es gibt, inklusive ein paar netten Bildchen hier so am Ende. Und da ist bis dato aber auch bloß die Karte eingezeichnet, die bis dato eingezeichnet ist. Na, also noch nichts weiter und auch noch nicht irgendwie sowas wie Arizona. Jedenfalls sehe ich Arizona in dem Fall jetzt noch nicht. Ne, das ist eine stinknormale Karte vom American Truck Simulator. Okay, das war der Inhalt der Collectors Edition. Tja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Collectors Edition gibt es natürlich weiterhin noch bei Amazon zu bestellen bzw. zu kaufen. Kostet 29,99, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, doch 29,99. Wenn der eine oder andere sagt, ja, ich habe jetzt nur gewartet, um zu gucken, ob sich das lohnt. Der wird ja jetzt wohl mehr oder weniger die Antwort kennen. Zu dem Truck kann ich in dem Falle halt nicht viel sagen, weil ich da kein Profi davon bin. Ist das hochwertig, ist das minderwertig?
minderwertige Qualität oder so. Das ja, müssten die Profis wissen. Und in dem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ja, bei dieser kleinen Unboxing-Runde hier, mal in etwas anderer. Allerdings ein Sticker und auf der Verpackung steht drauf Sticker. Ach gut, alles klar. Man könnte damit jetzt aber auch die Mehrzahl meinen, aber nein, es ist bei Stickern, ist es bei eingeblieben. In dem Sinne, tschüss und viel Spaß. Yeah.